Willkommen zurück zur Online-Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse. Wir sind in der sechsten Einheit zum Bereicherungsrecht und in dieser Einheit wird es um die allgemeine Eingriffskondition gehen, bei der es sich um den praktisch relevantesten und auch für die Klausur bedeutsamsten Fall der Nichtleistungskondition handelt. Als Nichtleistungskondition ist die Eingriffskondition dogmatisch in § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 verortet. Zur Erinnerung, die Vorschrift, wer durch Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Uns interessiert hier nicht mehr das Merkmal durch Leistung, sondern das andere Merkmal bzw. die Kombination von Merkmalen in sonstiger Weise auf dessen Kosten. Und damit ergibt sich ein allgemeiner Tatbestand der Nichtleistungskondition. Etwas erlangt, nicht durch Leistung, sondern in sonstiger Weise, auf dessen Kosten, gemeint sind auf Kosten des Gläubigers und schließlich ohne rechtlichen Grund. Das Merkmal etwas erlangt müssen wir an dieser Stelle nicht noch einmal behandeln. Es handelt sich hier um dieselben Bereicherungsgegenstände, die auch bei den Leistungskonditionen in Betracht kommen. Das Merkmal in sonstiger Weise dient bei den Zwei-Personen-Verhältnissen lediglich als Abgrenzungsmerkmal, als kontradiktorisches Gegenteil zum Merkmal der Leistung. Bei den Leistungskonditionen in den Mehrpersonenverhältnissen wird die Unterscheidung zwischen Zuwendung und Leistung noch eine größere Rolle spielen. Für die Zwei-Personen-Verhältnisse, bei denen wir zunächst noch stehen bleiben wollen, reicht es aus, festzustellen, dass keine Leistung vorliegt. Dann ist klar, dass es in sonstiger Weise erlangt wurde. Das nächste Merkmal, auf dessen Kosten, auf Kosten des Bereicherungsgläubigers. Das wird uns gleich befassen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Prüfung. Das Merkmal ohne rechtlichen Grund kennen wir ebenfalls von den Leistungskonditionen. Bei der Eingriffskondition erhält das aber eine etwas andere Ausrichtung. Hierzu gleich noch mehr. Eine Konditionssperre gibt es wie gesehen nicht, sodass wir gleich in die Prüfung der positiven Merkmale einsteigen können. Wie gesagt, etwas erlangt, nicht durch Leistung, haben wir praktisch schon mitbehandelt bei den Leistungskonditionen. Jetzt stellen wir uns die Frage, was bedeutet denn, wenn etwas auf Kosten eines anderen erlangt wurde? Denn eine Eingriffskondition kommt nur in Betracht, wenn man etwas auf Kosten des potenziellen Bereicherungsgläubigers erlangt hat. Dabei ist auf den Charakter der Eingriffskondition abzustellen. Es geht, anders als bei den Leistungskonditionen, nicht um den Ausgleich fehlgeschlagener Güterbewegungen. Es geht hier um Rechtsgüterschutz. Und damit erhält die Eingriffskondition einen deliktsähnlichen Charakter. Ich hatte Ihnen in den Einheiten zum Deliktsrecht schon vorgestellt, dass bereicherungsrechtliche und deliktsrechtliche Ansprüche durchaus in bestimmten Konstellationen nebeneinander in Betracht kommen können. Dies ist insbesondere bei der Eingriffskondition der Fall. Doch nicht jedes Ereignis, was auf Kosten eines anderen geht, löst eine Eingriffskondition aus. Zur Verdeutlichung ein simples Beispiel. A betreibt in der Bayreuther Innenstadt einen Bratwurststand. Er verkauft Bratwürste mit Senf zum Preis von 1,50 Euro. Das Geschäft läuft gut, bis B ebenfalls einen Bratwurststand eröffnet. B verkauft Bratwürste mit Senf oder Ketchup zum Preis von 1,30 Euro. Daraufhin bricht der Umsatz des A zusammen. A ist nicht bereit, sein Geschäftsmodell zu ändern und verlangt stattdessen die Bereicherung heraus, die B auf seine Kosten erlangt hat. Dies ist kein Fall der Eingriffskondition. Nicht jeder beliebige Nachteil reicht aus. Vielmehr ist eine Präzisierung des Merkmals auf Kosten des anderen erforderlich. Nachteile, die daraus resultieren, dass jemand im marktwirtschaftlichen Rahmen, der schließlich auch durch das Grundgesetz vorgegeben ist, Erfolge auf vermeintliche Kosten anderer erzielt, sind nicht per se erfasst.
Wie lässt sich nun dieses Merkmal auf Kosten des anderen präzisieren? Nicht entscheidend für die Präzisierung des Merkmals auf Kosten eines anderen ist das Kriterium der Rechtswidrigkeit des Eingriffs. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs ist weder notwendige noch hinreichende Bedingung für eine Eingriffskondition. Das zeigt sich aus zwei Richtungen. Zum einen kann auch rechtmäßiges Verhalten einen Bereicherungsanspruch auslösen. Ein simples Beispiel. Wir haben den Schuldner einer Forderung, die vom Altgläubiger an den Neugläubiger abgetreten wurde, wobei die Abtretung dem Schuldner noch nicht angezeigt wurde. Leistet nun der Schuldner an den Altgläubiger, muss der Neugläubiger, der Zessionar, sich diese Leistung wegen § 407 BGB gegen sich gelten lassen. Das heißt, der Schuldner wird durch die Leistung an den Altgläubiger frei. Der Schuldner verhält sich rechtskonform, der Altgläubiger verhält sich rechtskonform, der Neugläubiger muss die Leistung gegen sich gelten lassen. Er hat aber einen Bereicherungsanspruch, einen Konditionsanspruch gegen den Altgläubiger. Nicht aus der allgemeinen Eingriffskondition, sondern aus § 816 Absatz 2 BGB. Bei den Vorschriften des § 816 Absatz 2 BGB handelt es sich um spezielle Formen der Eingriffskonditionen. Dieses simple Beispiel zeigt aber bereits, dass auch ein rechtmäßiges Verhalten einen Bereicherungsanspruch auslösen kann. Umgekehrt führt ein rechtswidriges Verhalten des Eingreifenden nicht notwendig zu einem Bereicherungsanspruch. Ein Beispiel: Der abgewiesene Freier F zwingt die Prostituierte P gegen deren Willen zum sexuellen Verkehr. Es handelt sich hier zumindest auch um einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der P in Ausprägung der sexuellen Selbstbestimmung. Allerdings handelt es sich bei diesem Persönlichkeitsrecht, bei der sexuellen Selbstbestimmung, nicht um einen bereicherungsrechtlich relevanten Vermögenswert. Dem steht auch § 1 Prostitutionsgesetz nicht entgegen. Danach haben Prostituierte, die die Leistung bereits erbracht haben, auch einen Anspruch auf die Vergütung. Aus der Vorschrift folgt aber gerade nicht, dass bei noch nicht erbrachter oder nicht freiwilliger erbrachter Leistung das Persönlichkeitsrecht in Geld aufgewogen werden soll, einen Vermögenswert bekommen soll. Es gibt daher in diesen Fällen trotz eines Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht der P keinen Anspruch aus bereicherungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere keinen Wertersatz nach § 818 Absatz 2 BGB. Sonst würden wir nämlich hingehen und sagen, ja, diese Dienstleistung, die der Freier F der Prostituierten P abgenötigt hat, hat einen bestimmten Vermögenswert. Das wollen wir schlicht und einfach nicht tun. Stattdessen gibt es Schadensersatz. Wir sind im Anwendungsbereich des § 823 Absatz 1, 823 Absatz 2 BGB mit den entsprechenden Strafgesetzen. Es kommt zum Schadensersatz und dafür gibt es auch eine billige Entschädigung in Geld inklusive einem sogenannten Schmerzensgeld 253 BGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens ist nach alledem also kein tauglicher Anknüpfungspunkt für das Merkmal auf Kosten. Was aber kann als tauglicher Anknüpfungspunkt dienen? In Rechtsprechung und Schrifttum hat sich die sogenannte Zuweisungstheorie durchgesetzt. Es geht bei dem Merkmal auf dessen Kosten letztlich darum, einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts zu bejahen. Der Schuldner muss, um eine Eingriffskondition auszulösen, eine vermögensrechtliche Position erlangt haben, die ihm nach der rechtlichen Güterzuordnung nicht gebührt. Das ist ersichtlich eine ausfüllungsbedürftige Formel. Die Ausfüllung hat dabei anhand der gesetzlichen Wertungen zu erfolgen, zum Beispiel anhand des § 903 BGB, den wir schon bei § 823 Absatz 1 kennengelernt haben, den wir uns aber gleich noch einmal anschauen werden. Entscheidend ist
beim bereicherungsrechtlichen Ausgleich der vermögensrechtliche Zuweisungsgehalt. Wir haben gesehen, dass nicht jede Rechtsposition diesen vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat ihn in bestimmten Ausmaßen, nicht aber was die sexuelle Selbstbestimmung beispielsweise angeht. Ein vermögensrechtlicher Zuweisungsgehalt ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Bereicherungsgläubiger die Möglichkeit hatte, entgeltlich über seine Rechtsstellung bzw. die aus ihr fließenden Vorteile zu verfügen. Insbesondere also, wenn er die Möglichkeit hatte, seine Position einem sonst ausgeschlossenen Dritten gegen Entgelt zur Nutzung oder zur Verwertung zu überlassen. Dabei reicht die abstrakte Möglichkeit der Überlassung aus. Weder eine konkrete Verwertungsgelegenheit noch eine bereits bestehende Verwertungsabsicht sind insoweit erforderlich. Die soeben entwickelte Lehre vom Zuweisungsgehalt oder Zuweisungstheorie knüpft an gesetzliche Wertungen an. Dabei ist insbesondere der Eingriff in dingliche Rechte für eine Eingriffskondition relevant. Es ist nicht die ausschließliche Möglichkeit, wie ein Konditionsanspruch begründet werden kann. Es ist aber eine praktisch wichtige Form. Für die dinglichen Rechte kennen wir eine zentrale Vorschrift, die das umfassendste dingliche Recht regelt, § 903 BGB, zu den Befugnissen des Eigentümers. Zur Wiederholung, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren, andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten. Aber jedenfalls hat das Eigentum eine Nutzungs- und eine Ausschlussfunktion. Grundsätzlich hat der Eigentümer eine umfassende Nutzungs- und Verfügungsbefugnis, die jeweils entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte übertragen werden können. Zudem gibt es aus dem Eigentum Abwehransprüche. Aus § 823 Absatz 1 kennen wir den Schadensersatzanspruch. Später werden wir auch § 1004 BGB näher kennenlernen. Dort geht es um Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche bei Beeinträchtigungen, Störungen des Eigentums. In den Zuweisungsgehalt des Eigentums kann auf unterschiedliche Arten und Weisen eingegriffen werden, ebenso wie das Rechtsgut Eigentum auf verschiedene Arten und Weisen verletzt werden kann. Ein Eingriff in den Zuweisungsgehalt des fremden Eigentums ist etwa dann gegeben, wenn jemand eine fremde Sache unberechtigt nutzt. Auch der Verbrauch einer fremden Sache, etwa das Essen eines fremden Apfels oder einer fremden Tafel Schokolade, ist der Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Eigentums. Zwar geht hier die Sachqualität verloren, doch obliegt es gerade dem Eigentümer, hierüber zu entscheiden. Auch die Zerstörung, die nicht zugleich mit einem Verbrauch einer fremden Sache einhergeht, ist ein Eingriff, doch fehlt es bei einer bloßen Zerstörung in der Regel an einer Bereicherung, die abgeschöpft werden könnte. Beim Verbrauch einer Sache, bei der Vereinnahmung, ist hingegen eine Bereicherung zumindest im Ausgangspunkt festzustellen. Ob die dann noch vorhanden ist, ist eine Frage der Rechtsfolgen. Auch die wirksame Verfügung eines Nichtberechtigten, etwa nach § 892 BGB bei Grundstücken oder nach dem § 932 fortfolgende BGB bei beweglichen Sachen, ist ein Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Eigentums. Allerdings gibt es insoweit mit § 816 BGB, insbesondere Absatz 1, Satz 1 und 2, eine speziellere Regelung, die der allgemeinen Eingriffskondition vorgeht. Darüber hinaus wird in den Zuweisungsgehalt des dinglichen Eigentumsrechts eingegriffen, wenn durch bestimmte sachenrechtliche Vorgänge es zu einem gesetzlichen Eigentumserwerb kommt. Die Fälle sind geregelt in den Paragraphen 946 fortfolgende BGB. Wir kennen dort die Verbindung, die Vermischung, die Vermengung und die Verarbeitung. Einzelheiten hierzu werden uns später bei den Mehrpersonenverhältnissen nochmal begegnen
Und Einzelheiten werden Ihnen sicherlich auch in den Vorlesungen und Lehrbüchern zum Sachenrecht näher gebracht. Beim Rechtsverlust durch Verbindung, Vermischung, Vermengung und Verarbeitung haben wir in § 951 BGB eine Sonderregelung. Wer infolge der Vorschriften der 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann hingegen nicht verlangt werden. Es handelt sich bei 950 Absatz 1 Satz 1 um eine Rechtsgrundverweisung auf das Bereicherungsrecht, genauer gesagt auf die Eingriffskondition des Paragraphen 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2. Paragraph 951 Absatz 1 Satz 2 BGB stellt klar, dass lediglich ein Wertersatz im Sinne des Paragraphen 818 Absatz 2 BGB geschuldet ist. Die Herausgabe des erlangten Rechts, der erlangten Sache, der hergestellten oder durch Verbindung erstellten Sache ist nicht möglich. Auch kann der frühere Zustand nicht wiederhergestellt werden oder er muss nicht wiederhergestellt werden, genauer gesagt. Dass ein Recht einen Zuweisungsgehalt hat, bedeutet nicht, dass dieser Zuweisungsgehalt schrankenlos bestehen muss. In bestimmten Fällen ist der Zuweisungsgehalt beschränkt. Ein praktisch wichtiges Beispiel hier ist das sogenannte Sicherungseigentum. Beim Sicherungseigentum überträgt der eigentliche Eigentümer, der originäre Eigentümer, das Eigentum an einer Sache zur Sicherheit an den Sicherungsnehmer, etwa einen Kreditgeber. Es handelt sich in diesen Fällen verfügungsrechtlich in aller Regel um eine Übertragung nach § 930 BGB. Es wird ein sogenanntes Besitzkonstitut begründet. Dieses ergibt sich aus der Sicherungsabrede und aus der Sicherungsabrede ergibt sich zudem in aller Regel, dass der Sicherungsgeber, also der vormalige Eigentümer, die Nutzungsbefugnis entgegen § 903 BGB behalten soll. Ein Eingriff liegt erst dann vor, in diesen Fällen, wenn das Verwertungsinteresse des Sicherungsnehmers, also des Sicherungseigentümers, betroffen ist. Auch bei Bestehen dinglicher Rechte, etwa einem Pfandrecht, einem Nießbrauch, einem Grundpfandrecht etc., ist das eigentlich umfassende Eigentum eingeschränkt. Darüber hinaus kann das Eigentum auch durch schuldrechtliche Verträge eingeschränkt werden, etwa durch einen Mietvertrag, in dem der Mieter berechtigt wird, die Sache, die einem anderen gehört, zu nutzen. Ein Sonderproblem ergibt sich bei der sogenannten unberechtigten Untervermietung. Ein Beispiel: Wohnungseigentümer W. hat seine Wohnung an Student S. vermietet. Da S. ein Jahr im Ausland verbringen will, vermietet er die Wohnung an Untermieter U. Nach dem Mietvertrag war er hierzu nicht berechtigt. Kann W. den Untermietzins von S. gemäß § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB herausverlangen. Die unberechtigte Untervermietung beschäftigt seit einiger Zeit die Gerichte, aber auch die Lehrbücher und Kommentare. Das Meinungsbild ist insoweit uneinheitlich. Der BGH und mit ihm auch die herrschende Meinung wohl verneinen einen Anspruch auf Eingriffskondition. Argumentiert wird insoweit, dass durch den Abschluss des Mietvertrages der Vermieter und Eigentümer sich seiner Gebrauchs- und Verwertungsmöglichkeit vollständig begebe. Er hätte die Sache also nicht an den Untermieter selbst weiter vermieten können. Das heißt, der Wohnungseigentümer W. hätte in unserem Fall die Wohnung nicht selbst an U. vermieten können. Dem steht der Mietvertrag mit S. entgegen. Und daher liege auch kein Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Rechtseigentums vor, wenn der Student S. zwar unberechtigt, aber bereicherungsrechtlich unschädlich die Sache an den Untermieter U. weiter vermietet. Eine im Schriftum vertretene Gegenauffassung
argumentiert damit, dass der Vermieter sich die Zustimmung zur Untervermietung hätte abkaufen lassen können. Der Mieter erhalte keine umfassende Nutzungsbefugnis, er müsse bei der Untervermietung den Vermieter, den Eigentümer, fragen. Daher will diese Gegenauffassung dem Eigentümer, dem Vermieter, einen Anspruch auf Wertersatz in Höhe eines angemessenen Aufschlags auf den Mietzins, den er ohnehin bekommt, zugestehen. Das heißt, nach dieser Gegenauffassung wird nicht der gesamte aus der Untervermietung erzielte Erlös an den Vermieter abgeführt, sondern lediglich ein angemessener Aufschlag auf den zwischen Vermieter und Mieter vereinbarten Mietzins. Diese Gegenauffassung finden Sie auch noch in meinem Lehrbuch zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen, indes sie überzeugt mich nicht mehr. Geht man mit der Gegenauffassung davon aus, dass der Mieter keine umfassende Nutzungsbefugnis erhält, dass also ein Restentscheidungsbefugnis beim Vermieter, beim Eigentümer verbleibt, dann kommt es allein auf den Eingriff in diese Rechtsposition an. Richtigerweise ist bereicherungsrechtlich nicht danach zu fragen, was der Betroffene selbst hätte erlösen können, sondern was der Eingreifende infolge des Eingriffs in den fremden Rechtskreis unberechtigterweise vereinnahmt hat. Dasjenige, was in unserem Fall also der Mieter bei der unberechtigten Untervermietung durch einen rechtswidrigen Eingriff in das zwar eingeschränkte, aber immer noch bestehende Eigentumsrecht des Vermieters erlöst, ist vollständig abzuschöpfen. Es geht also nicht darum, was der Vermieter tatsächlich verloren hat, sondern es geht darum, was der Mieter unberechtigterweise erlöst hat. Und das ist nicht nur der angemessene Aufschlag auf den Mietzins, das ist meines Erachtens alles das, was aus der unberechtigten Untervermietung vereinnahmt wird. Beachten Sie im Kontext der unberechtigten Untervermietung weiterhin folgende Aspekte. § 816 Absatz 1 Satz 1 BGB. Die Verfügung eines Nichtberechtigten ist hier nicht anwendbar, da die Vermietung richtigerweise nicht als Verfügung anzusehen ist und auch die Vorschrift nicht analog anzuwenden ist. Das Ganze ist umstritten. Ich werde hierauf bei der Darstellung des § 816 Absatz 1 Satz 1 BGB noch einmal zu sprechen kommen. § 553 BGB, eine Vorschrift aus dem Mietrecht, gewährt dem Mieter unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Zustimmung des Vermieters zur Untervermietung, erlaubt aber ebenfalls nicht die eigenmächtige Untervermietung und zudem gilt die Vorschrift nicht für die vollständige Untervermietung. Die unberechtigte Untervermietung begegnet uns also einmal im mietrechtlichen Kontext. Sie begegnet uns aber auch hier bei der Frage, inwiefern hier überhaupt in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts eingegriffen wird. Neben dem Eigentum gibt es andere dingliche Rechte, die für die Eingriffskondition relevant sein können. Gemeint sind damit die beschränkt dinglichen Rechte. Diese haben einen im Vergleich zum Eigentum eingeschränkten Zuweisungsgehalt. Der Inhalt dieses Zuweisungsgehalts richtet sich nach der Art des Rechts. Bei den Grundpfandrechten, also bei Hypothek und Grundschuld, gibt es nur eine Verwertungsbefugnis, die zudem an ein bestimmtes Verfahren geknüpft ist. § 1147 BGB gibt lediglich einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung. Das Zwangsvollstreckungsverfahren ist als spezielles Vollstreckungsverfahren sehr detailliert geregelt in der ZPO und im ZVG. Eine Nutzungsbefugnis geht mit den Grundpfandrechten nicht einher, ebenso wenig ein Besitzrecht. Das heißt, insoweit kann in die Rechte nicht eingegriffen werden. Insoweit scheidet eine Eingriffskondition von vornherein aus. Bei den Pfandrechten an Sachen gibt es eine Verwertungsbefugnis. Eine Nutzungsbefugnis gibt es nur dann, wenn sie auch vereinbart wurde. Wenn ein sogenanntes Nutzungspfand vereinbart wurde, ist dies nicht der Fall, dann darf der Pfandrechtsinhaber nicht die Sache nutzen. Allerdings ist Besitz zwingend erforderlich. Das heißt, wenn in den Besitz eingegriffen wird des Pfandgläubigers, dann löst dies sehr wohl eine Eingriffskondition aus.
Bei Nießbrauch und Dienstbarkeiten geht es um sogenannte Nutzungsrechte, Näheres dazu dann in den Vorlesungen zum Recht. Das Immaterialgüterrecht spielt im Ausgangspunkt für die Eingriffskondition eine Rolle. Zu denken ist hier wieder an die bereits bekannten gewerblichen Schutzrechte, Patente, Marken, Gebrauchsrechte und Designs. Diese sind dem Rechtsinhaber ausschließlich zugewiesene. Sie können entgeltlich übertragen und zur Nutzung überlassen werden. Wir sprechen dann von einer Lizenzierung. Das Urheberrecht wiederum kann zwar nicht rechtsgeschäftlich übertragen, aber immerhin doch verwertet werden. Insbesondere kann das Urheberrecht anderen entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. Die benannten gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht haben daher einen Zuweisungsgehalt im Sinne der Eingriffskondition. Bei einer Verletzung kommt Wertersatz nach § 818 Absatz 2 BGB in Betracht, in Höhe der üblichen Lizenzgebühr. Allerdings werden die Fälle häufig nicht über das Bereicherungsrecht gelöst, häufig nicht über die Eingriffskondition gelöst. Vielmehr wird das Ganze deliktisch als Schadensersatzhaftung entweder nach § 823 Absatz 1 BGB gelöst oder nach den spezialgesetzlich geregelten Anspruchsgrundlagen. Dabei gibt es jeweils die bereits bekannte dreifache Art der Schadensberechnung, die Abschöpfung des Verletzergewinns, der konkrete Schaden und schließlich die Lizenzanalogie. Die Höhe der Lizenzgebühr kann hier dann als Schadensposition geltend gemacht werden. Eigentlich handelt es sich um eine gen- und bereicherungsrechtliche Problematik bei dieser Lizenzgebührgeschichte und bei der Abschöpfung des Verletzergewinnes ebenfalls. Doch wird das Ganze von der Rechtsprechung und auch von der herrschenden Meinung im Schrifttum vorwiegend beim Schadensersatzrecht verortet. Auch Persönlichkeitsrechte können einen Zuweisungsgehalt im Sinne der Eingriffskondition haben. Dies gilt für das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Damit haben wir uns bei der Haftung nach § 823 Absatz 1 BGB schon intensiv befasst. Vermögenswert haben insbesondere auch die speziellen Ausprägungen, etwa das Recht am eigenen Bild. Denken Sie an die Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz sowie das Namensrecht, Paragraph 12 BGB. Entscheidend ist bei alledem aber stets ein vermögensrechtlicher Zuweisungsgehalt. Grundlegend dazu die Paul-Dahlke-Entscheidung des BGH. Letztlich kommt es für die Eingriffskondition darauf an, ob der kommerzialisierte oder kommerzialisierbare Teil des Persönlichkeitsrechts betroffen ist. Das ist gegeben bei der Verwendung des Namens oder des Bildes, insbesondere zu Werbezwecken. Denken Sie auch an den Fall Marlene Dietrich. Das wurde dort zwar deliktsrechtlich gelöst, es kann aber auch über eine Eingriffskondition gelöst werden. Bei Aspekten der sexuellen Selbstbestimmung, das war bereits am Anfang dieser Einheit Thema, spielt hingegen dieser Kommerzialisierungsgedanke keine Rolle. Folglich scheidet auch eine Eingriffskondition aus. Beim Besitz ist zu unterscheiden, der Besitz als solcher hat keinen vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt. Dieb D stiehlt das Fahrrad des E, kurz darauf wird ihm das Fahrrad seinerseits von F gestohlen. Hier hat F den Besitz, die tatsächliche Sachherrschaft des D beeinträchtigt. Allerdings hat er nicht in einen Zuweisungsgehalt eines Rechts eingegriffen, da der Dieb D kein Recht an dem Fahrrad hatte. Wenn der Besitzer vom Eigentümer ein Recht zum Besitz ableitet, sieht die Sache anders aus. Dieses Besitzrecht hat trotz der Relativität der Schuldverhältnisse sehr wohl einen Zuweisungsgehalt. Ein Beispiel: Mieter M hat von Eigentümer E eine Wohnung gemietet. Als M in den Urlaub fährt, nutzt seine Ex-Freundin F die Gelegenheit, um gegen den Willen des M ein paar Tage in der Wohnung zu übernachten. Hier wird sowohl in den Zuweisungsgehalt des Eigentums, des E, eingegriffen, als auch und für die Sache wichtiger sogar noch in den Zuweisungsgehalt des Besitzrechts des Mieters M. Eine Eingriffskondition scheidet dann aus,
wenn es für den Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts einen Rechtsgrund gibt. Anders formuliert, es kommt nicht zur Eingriffskondition, wenn der Bereicherte das Erlangte nach der Rechtsordnung kompensationslos behalten darf. Der Behaltensgrund kann sich dabei zunächst ergeben aus einer rechtsgeschäftlichen Gestattung. In diesen Fällen haben wir aber häufig ohnehin eine Leistung, weil in diesen Fällen häufig derjenige, der die Gestattung erteilt, das Rechtsgeschäft abschließt, die das Erlangte auch tatsächlich geleistet hat, sodass wir eine vorrangige Leistungskondition zu prüfen haben. Praktisch relevant kann hier die nachträgliche Gestattung, die nachträgliche Zustimmung sein. Ein Beispiel: um seine hochschwangere Frau ins Krankenhaus zu fahren, benutzt M kurzerhand den PKW seines Nachbarn N. Als M mit Frau und Baby nach Hause kommt und N sein Verhalten erklärt, ist dessen Wut schnell verflogen. N sieht ein, dass es sich um einen Notfall gehandelt hat. In diesem Fall haben wir eine nachträgliche Zustimmung zum Eingriff in das Eigentum. Allerdings ist in diesen Fällen, Sie sehen, es handelt sich um Ausnahmekonstellationen, stets zu prüfen, ob die Zustimmung zugleich einen Verzicht auf eine etwaige Kompensation, etwa den Ersatz von Benzinkosten, beinhaltet. Spannender und auch dogmatisch anspruchsvoller sind gesetzliche Behaltensgründe. Gesetzliche Behaltensgründe können bestimmen, dass trotz Eingriffs in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts die Eingriffskondition ausscheiden soll. Zu denken ist hier insbesondere an den redlichen Erwerb vom Nichtberechtigten. Die § 932 fortfolgende BGB erlauben die Verfügung Nichtberechtigter, die unter bestimmten Voraussetzungen wirksam sind, insbesondere wenn der Erwerber gutgläubig ist und nach 935 BGB die Sache nicht abhanden gekommen ist. § 892 BGB sieht den Erwerb kraft öffentlichen Glaubens des Grundbuchs bei Grundstücken vor. Diese Vorschriften zum Erwerb vom Nichtberechtigten ermöglichen einen Rechtserwerb, etwa den Erwerb des Eigentums. Entsprechende Vorschriften gibt es auch bei den beschränkt dinglichen Rechten. Für uns interessiert erstmal hier das Eigentum, 892, 932 fortfolgende BGB. Mit dem Erwerb des Eigentums geht notwendig ein Eingriff in den fremden Rechtskreis einher, in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts, denn der Erwerber erwirbt ja nicht im luftleeren Raum, sondern mit seinem Eigentumserwerb geht der Verlust des Eigentums durch den bisher Berechtigten einher. Es wäre merkwürdig, wenn das Sachenrecht, die Paragraphen 892, 932 fortfolgende BGB, diesen Erwerb vom Nichtberechtigten ermöglichen würden, der Erwerber dann aber das erworbene Eigentum nach 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB wieder herausgeben müsste. Daher lässt sich den gesetzlichen Regelungen 892 fortfolgende, 932 fortfolgende BGB grundsätzlich entnehmen, dass der Erwerb vom Nichtberechtigten konditionsfest sein soll. Das wird bestätigt durch § 816 Absatz 1 Satz 1 BGB, der bei der Verfügung von Nichtberechtigten, die gegenüber dem Berechtigten gegenüber wirksam sind, einen Konditionsanspruch gegen den Verfügenden, nicht aber gegen den Erwerber vorsieht. Eine Ausnahme enthält § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB für den unentgeltlichen Erwerb. Das heißt, der unentgeltliche Erwerb vom Nichtberechtigten ist nicht konditionsfest, der entgeltliche Erwerb hingegen schon. Bereits angesprochen hatte ich die Fälle des Rechtserwerbs nach dem § 946 fortfolgende BGB, Verbindung, Vermischung, Vermengung, Verarbeitung. Dieser Erwerb soll, das ergibt sich aus § 951 Absatz 1 BGB, ebenfalls dauerhaft sein. Die Vorschrift hatten wir uns vorhin schon angeschaut. Sie soll aber nicht kompensationslos erfolgen, dieser Rechtsverlust. Das heißt, man bleibt zwar als Begünstigter der § 946 fortfolgende BGB Eigentümer der Sache, auf die sich die Verarbeitung, Verbindung, Vermischung, Vermengung bezieht. Allerdings muss man Wertersatz leisten. Das heißt, aus § 951 BGB folgt,
Die gesetzlichen Behaltensgründe beziehen sich auf das Eigentum, nicht aber auf einen etwa geschuldeten Wertersatz. § 973 und auch 974 BGB enthaltene Vorschriften zum Eigentumserwerb des Finders. Wenn der Fund angezeigt wurde, dann erwirbt der Finder nach Ablauf von 6 Monaten Eigentum an der gefundenen Sache. Es handelt sich hier aber lediglich um eine formale Zuordnung, denn § 977 BGB bestimmt, dass der Voreigentümer bereicherungsrechtlich Rückübertragung, also Rückübereignung verlangen kann. Zum Fund, zu den schuldrechtlichen Dimensionen, aber auch zu den sachenrechtlichen Aspekten der entsprechenden Regelungen später in späteren Einheiten im zweiten Teil zur Vorlesung gesetzliche Schuldverhältnisse noch Näheres. Die § 953 fortfolgende enthalten Vorschriften zu der Frage, wer bei Früchten und Erzeugnissen nach deren Ernte untechnisch gesprochen Erwerber wird. Dabei gibt es auch eine Regelung in 955 BGB zum Eigentumserwerb des gutgläubigen Eigenbesitzers. Auch insoweit gibt es nur eine formale Zuordnung, ob der Eigenbesitzer das Eigentum behalten darf, richtet sich nach den Regeln des EBV, Nutzungsersatz, § 987 fortfolgende BGB. Auch zum Eigentümer-Besitzer-Verhältnis wird es im zweiten Teil zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen dann im neuen Semester noch eigenständige Einheiten geben. Ein Sonderproblem stellt die Ersitzung dar. Geregelt in den Paragraphen 937 fortfolgende BGB. Der Grundgedanke lautet dabei, wer als redlicher Eigenbesitzer die tatsächliche Sachherrschaft über 10 Jahre an einer Sache hat, der wird Eigentümer. Berühmt ist insoweit der sogenannte Menzelbilderfall. Die Nichte des Malers Adolf Menzel hatte im Jahr 1908 der Münchner Pinakothek 66 Bilder ihres Onkels zum Geschenk gemacht. 1914 wurde sie wegen Geschäftsunfähigkeit entmündigt. Jahre später, jedenfalls nach 1918, verlangte der bestellte Vormund die Bilder von der Pinakothek zurück, da die Nichte bereits zum Zeitpunkt der Schenkung geschäftsunfähig gewesen sei. Das Reichsgericht sah in der Menzelbilderentscheidung einen Eigentumserwerb durch Ersitzung als gegeben an. Die Frage, die man sich nun stellen musste, war dieser Eigentumserwerb konditionsfest? Das Reichsgericht hat argumentiert, dass zwar eine Eingriffskondition gesperrt sei, weil für die Eingriffskondition die Ersitzung einen Behaltensgrund darstelle, dass aber eine Leistungskondition sehr wohl noch möglich sei. Zur Begründung führte das Gericht an, dass in den Fällen, in denen ein Vollgeschäftsfähiger eine fremde Sache verschenkt, der Beschenkte nach § 932 BGB Eigentum erwirbt, aber nach § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB dem Herausgabeanspruch des früheren Eigentümers ausgesetzt sei. Die damalige Verjährungsfrist für diesen Herausgabeanspruch betrug 30 Jahre. Verschenkt hingegen ein Geschäftsunfähiger, ist die Schenkweiseverfügung nichtig und der Beschenkte kann daher nach 10 Jahren ersitzen. Das Gericht sah hier einen Wertungswiderspruch an. Wenn der Eigentumserwerb unentgeltlich erfolgt ist nach 932, dann drohte ein Herausgabeanspruch an den Eigentumserwerber nach 816 Absatz 1 Satz 2 BGB für bis zu 30 Jahre. Bei der Unwirksamkeit der Verfügung wäre es zur Ersitzung gekommen nach 10 Jahren. Das Reichsgericht sah hier einen Wertungswiderspruch und ließ im Menzelbilderfall die Leistungskondition noch zu. Seit der Schuldrechtsreform 2002 hat die Problematik an Bedeutung verloren. Der Anspruch aus § 816 BGB verjährt nach der Regelverjährung, die betrug zu Zeiten des Reichsgerichts und auch bis einschließlich 2001, 30 Jahre. Seither beträgt die Regelverjährung 3 Jahre zum Jahresende. § 199 Absatz 4 BGB enthält eine Höchstfrist von 10 Jahren. Diese Höchstfrist der Verjährung
entspricht also der Ersitzungsfrist und damit ist der Wertungswiderspruch letztlich für die relevanten Fälle aufgelöst. Die Problematik stellt sich heute also gar nicht mehr. Es ist daher vorzugswürdig, generell davon auszugehen, dass die Ersitzung konditionsfest ist für die vom BGH vorgenommene Unterscheidung zwischen Eingriffs- und Leistungskondition ist nicht wirklich Raum an dieser Stelle mehr. Das war es zur allgemeinen Eingriffskondition 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2. Das zentrale Problem ist hier der Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts. Hinsichtlich der Problematik von Eingriff und Rechtsgrund mussten wir insbesondere hinsichtlich der gesetzlichen Behaltensgründe auf sachenrechtliche Aspekte vorgreifen. Das wird sicherlich noch eingängiger und verständiger werden, wenn Sie sich vertieft mit dem Sachenrecht befassen. Es empfiehlt sich daher, dann in den späteren Semestern auf diese Einheit noch einmal zurückzukommen, noch einmal reinzuschauen, reinzuhören. Dann wird sicherlich einiges von dem, was ich zu gesetzlichen Erwerbstatbeständen, Erwerb vom Nichtberechtigten, Ersitzung gesagt habe, verständiger. Einiges davon werden wir, wie bereits angekündigt, auch in einem zweiten Teil zur Vorlesung gesetzliche Schuldverhältnisse noch behandeln. So viel zu 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 fürs Erste. In der folgenden Einheit soll es um einen Spezialfall der Eingriffskondition gehen, nämlich um die in § 816 BGB geregelten Ansprüche. Viel Spaß bei der Nacharbeit, bis zum nächsten Mal.